In einem wunderschönen Garten, in dem es viele bunte Blumen und Obstbäume mit süßen Früchten gab, stand ein kleines Haus. In dem Haus wohnte Frau Glücklich. Sie arbeitete jeden Tag in ihrem Garten. Wenn sie müde war, legte sie sich in den Liegestuhl und beobachtete die Tiere, die ihren Garten besuchten. Da flogen viele Bienen und Schmetterlinge von einer Blume zur anderen. Eine Schnecke kroch zum Salat und knabberte an einem großen Blatt. Dort beim Apfelbaum fraß sich eine kleine Raupe durch einen unreifen Apfel. Und eine Amsel flog zum Kirschbaum und pickte an einer roten Kirsche. Gegen Abend hörte Frau Glücklich im herabfallenden Laub ein Rascheln. Sie lief hin und sah einen kleinen Igel, der sich gerade verstecken wollte. Frau Glücklich freute sich, dass sich die Tiere in ihrem Garten so wohl fühlten.